Ich habe mal wieder vergessen, auf Aufnahme zu drücken für meinen Stream, weil ich ihn ja danach hochlade. Gut, fehlen halt wieder ein paar Minuten. Genau, ich hatte meinen Antrittsvortrag am Montag für die Bachelorarbeit und ich hatte unglaublich Schiss davor, weil es ist bei uns so, es gibt ja eh nicht überall einen Antrittsvortrag, habe ich mitbekommen, bei uns ist es so. Und da sitzen halt einige Dozenten von unserem Lehrstuhl drin. Und halt auch der Leiter vom Lehrstuhl und hören dir dann so zu, was du machst und am Ende sagen sie halt, die sind halt super kritisch und finden eigentlich immer alles schlecht, was man so macht. Aber bei mir ging es eigentlich. Also einen haben sie komplett zerstört, da war es bei mir eigentlich echt chillig. Sie haben nur Vorschläge gemacht, was ich noch anders machen könnte bei mir, aber da hat auch mein Betreuer gesagt, ja, muss man jetzt nicht unbedingt so umsetzen, wie die das wollen. Halt, ich glaube, die wollen alle einfach auch nur ihren Senf dazugeben. Aber das hat mich ziemlich gestresst am Anfang der Woche und jetzt habe ich noch am Sonntag eine Abgabe von einer Seminararbeit und dann musste ich halt diese Woche auch noch ein bisschen was machen. Dann ging es mir überhaupt nicht gut. Ein, zwei Tage, also ein Tag überhaupt nicht gut, der zweite ging dann schon besser, aber ich hatte halt unglaubliche Kopfschmerzen und so richtig Kreislauf, weil das Wetter mega komisch ist, weil erst war es voll schön und jetzt ist es wieder so komisch. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Auf jeden Fall ging es mir dann nicht so gut, deswegen irgendwie voll die anstrengende Woche. Aber ich habe mich sehr auf den Stream gefreut, weil der war tatsächlich schon länger geplant, weil als ich irgendwann Anfang der Woche so in meinem Kalender geschaut habe und gesehen habe, dass heute ja Yoshi rauskommt, habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es schon ziemlich cool, das zu streamen, weil ich keine Lust habe, ein Let's Play draus zu machen, um ehrlich zu sein. Aber das mit euch so zu spielen und so, da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Freitag ist halt immer schwer, weil Freitag sind die Leute entweder so, da bin ich, hallo. Freitag sind die Leute entweder irgendwie feiern oder sie schauen gedrungen zu, aber ich glaube, der hat heute seinen Stream eh abgesagt, weil er Zahnschmerzen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Deswegen, aber irgendwie ist Freitag oft schwer, was Streamen angeht. Aber ich habe mir gedacht, wenn Yoshi schon dort rauskommt, dann machen wir das mal so richtig. Ja. Gut. Und bei euch alles gut? Geht's euch gut? Ich habe jetzt nur geredet, wie anstrengend meine Woche war. Ach ja. Schön außerdem, dass ich gleich von Anfang an drei Zuschauer habe. Das ist bei mir jetzt nicht immer so gewesen. Bei mir kamen sie erst. Aber wenn schon mit drei Zuschauern anfängt, da freue ich mich schon nicht richtig. Das finde ich wirklich schön. Sogar vier Zuschauer. Hallo, vierter Zuschauer. Schön, dass du da bist. Auch für dich erst noch ein bisschen Mario Kart spielen, damit ich warm werde und meine Finger warm werden. Und dann spielen wir Yoshi. Und schön, dass du auch mit dabei bist. Hallo. Oh Gott. Ich habe auch letztes Mal wieder alleine gespielt, also ohne Stream sozusagen. Und ich war einfach so schlecht. Jetzt bin ich schon wieder Sechster, ich sollte mir Sorgen machen, ey. Ich muss einfach mehr trainieren, damit ich im Stream auch besser bin. Auch der letzte Stream ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her, weil ich schaff's einfach nicht, irgendwas regelmäßig zu machen. Da war es dann auch so, dass ich plötzlich voll schlecht war in Mario Kart. Keine Ahnung.
Aber ich gebe mein Bestes. Nein! Vielleicht gebe ich auch nicht mein Bestes, sondern stelle mich einfach blöd an. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, immerhin hat es mich ein bisschen geschützt. Nein, ich hätte es noch länger dran behalten sollen. Shit. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich komme auch einfach nicht vom 6. Platz weg, aber jetzt habe ich es ja geschafft, 8. zu werden, also ist wieder alles gut, würde ich sagen. Naja, immerhin bin ich jetzt 5. Ich weiß nicht, ich bin dort gar nicht mehr an die ersten mit angekommen. Das ärgert mich so ein bisschen. Wow! Ja, hi. Nein! Ich wollte die Abkürzung nehmen. Ja gut, das war's dann mit mir. Shit. Ja, da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Oh Mann, aber ich bin irgendwie... Ich weiß nicht, was da los war. So. Was will ich? Animal Crossing. Ich liebe Animal Crossing außerdem. Ich bin schon so gehypt auf das neue Spiel. Aber... Ich habe doch eher Lust auf die andere Strecke. Weil nur weil ich das Spiel mag, heißt ja nicht, dass ich die Strecke auch mag. So. Huch. Ich schaue nur währenddessen ein bisschen auf Twitter. Ob auch alle mitbekommen, dass ich stream. Ich denke aber ja. So, der schaut ja crazy aus, das sehe ich jetzt erst. Und da schaut schon wieder einer genauso aus wie ich. Ich glaube, ich habe so, hab ich einfach so ein Standard-Mi genommen. Ich kann mich da gar nicht mehr daran erinnern, dass ich... Also, ich habe gedacht, ich hätte einen selber erstellt. Aber da ich jetzt meinen Mi schon öfter gesehen habe, habe ich langsam das Gefühl... Ja, ich meine dich. Musste kurz gucken. Ja, du schaust voll crazy aus. Finde ich voll cool. Ich schaue einfach voll Standard aus, weil ich immer zu faul bin für sowas. Ich denke mir immer nur so, ja, ich will nur halbwegs, dass mein Mii okay ausschaut, dass sie nicht total beschissen ausschaut. No. Baum, geh weg. Ach du! Mei, oh mei. Fuck, du bist zu gut, ich bemerk schon. Oh Mann. Oh Mann, ich komme eigentlich gar nicht an dich ran. Ich gebe aber mein Bestes. Du hast auch immer eine Banane am Po. Das ist halt schwer, dich auszunocken.
Tschüss. Geh weg. Hey, ich will gewinnen. Geh weg. Blöde Kuh. Wann hast du uns überholt? Was zum Teufel? Hä? Wann hast du uns überholt, Andi? Hä? Ich krieg gar nichts mehr mit. Verrückt. Zwei Pilze und die Abkürzung. Ach, ich hasse dich. Nein, tue ich nicht wirklich, aber ich wollte doch nur gewinnen. So. Aber ich gönne dir die schöne Krone. Ich meine, du fährst ziemlich gut. Ich bin halt so Durchschnitt, so. Immerhin bin ich nicht ganz schlecht. Denn mir habe ich mir mit einem Tutorial erstellt. Ah! Ja, okay. Ja, aber die Zeit würde ich mir halt nicht mal nehmen. Aber ich finde es cool, wenn man es macht. Aber ich bin für sowas einfach zu faul. Ja, ich war die ganze Zeit hinter dir. Ich wäre aber gerne vor dir gewesen. Ich war ja auch kurz vor dir. Immerhin. Alles mit der Zeit. Ja, ich spiele halt echt nur so gelegentlich, weil ich momentan eh nicht so viel zum Spielen komme, weil ich die ganze Zeit irgendwas anderes machen muss. Und wenn ich nicht was anderes machen muss, spiele ich meist auch andere Spiele. Mario Kart spiele ich echt eher so im Stream, weil ich da gut währenddessen quatschen kann. Aber wenn ich zu viel quatsche, bemerkt man das dann auch wieder an der Art, wie ich fahre. Alter Schwede, du bist einfach viel zu schnell. Aber der mit dem komischen Namen, der ist auch voll schnell. Oder die Snissy, Entschuldigung. Ich kenne mich halt auch mit den Abkürzungen null aus. Ich weiß bei manchen, wo sie sind, aber bei den meisten halt einfach nicht. Und dann mache ich halt sowas, weil ich fucking dumm bin. Ach, fick dich doch. Entschuldigung. Wie konnte das passieren? Ich war die ganze Zeit dritte, jetzt bin ich neunte. Was ein Scheiß. Ich liebe Mario Kart wirklich sehr. Nein! Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt fahre wie... Jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt, weil ich so schlecht bin. Wow, scheiße. Versuchen nur irgendwie halbwegs wieder aufzuholen. Alter Schwede. Nein! Wieso tue ich sowas? Ja, Sechster, geht ja noch. Da wurde ich noch überholt. Ja, du brauchst nichts sagen. Ich wurde irgendwie von zig Leuten überholt. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Alter Schwede. Uiuiui. Hallo, fünfter Zuschauer. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich freue mich, dass du da bist. Bam, 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 bam. So. Was will ich denn? Ich glaube, ich habe Lust. Ich habe... Keine Ahnung, ich will eigentlich nicht die Wolkenstraße. Ich nehme die Partystraße.
Schönes Spiel. Ja, ich hatte auch ganz viel Spaß. Wie kann ich das nochmal machen? Oh, gar nicht mehr. Ja, die mit den dunklen Haaren, die ist halt auch voll gut. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Sie hat so einen japanischen Namen. Ich weiß nicht mal, ob es japanisch ist. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich trinke nur immer mal wieder, weil Trinken ist ganz wichtig. Es ist halt wirklich. Und wenn ich so viel Quatsch, bekomme ich voll schnell Durst. So. Sind ja wieder neue dazugekommen. Vielleicht habe ich jetzt eine bessere Chance. Wie du schon wieder 10 Meter weiter vorne bist als ich. Lass das doch mal. Lass mich doch einfach gewinnen. Nein, ich will nicht, dass man mich gewinnen lässt. Das hasse ich. Und noch mehr hasse ich es, wenn ich runterfall, weil sie mich runterschubsen. Was zum Teufel? Ich hasse euch. Wie will ich das nochmal aufholen? Komm, gib mir was Gutes. Ja, den Geist. Der hilft mir zum Scheißdreck. Alter Schwede. Huch, was machst du denn so weit hin? Nein, wie kann ich da runterfallen? Ich hasse alles. Was ist das für ein komisches Sein? Das ist eigentlich eine meiner Lieblings... Wieso bin ich zerquetscht? Das ist eine meiner Lieblingsstrecken. Und ich bin so schlecht, das macht mich traurig. Ich will halt mal irgendwas Cooles bekommen. Ja, ich will nicht den ersten Schaden. Das bringt mir nichts, wenn der erste kaputt geht. Ah! Die können einen angreifen? Was zum Teufel? Das wusste ich noch nicht mal. Ah! Nice! Wollt ihr auch Zeit, dass ich irgendwas Geiles bekomme? Verpisst euch alle. Jetzt komm ich. Hä, wie bin ich denn jetzt noch... Wie bin ich denn jetzt Dritter geworden? Wie bist du vor mir plötzlich gewesen? Hä? Das hat ausgeschaut, als wärst du gerade vor mir gespawnt. Verdrückte Sachen. Geh weg. Kein Bock auf den Scheiß. Nein! Vergiss es. Ciao. Juhu! Gut, dass ich nicht Erste bin. Geh weg. Mist. Haha! Entschuldigung. Hä, bist du jetzt vor mir ins Ziel oder nicht? Es hat so ausgeschaut, als wärst du runtergefallen. Ich check gar nichts mehr. Ich bin verwirrt. Hä, es hat bei mir so ausgeschaut, als wärst du runtergefallen. Verrückt. Und dann warst du plötzlich wieder vor mir. Es hat mehrmals so ausgeschaut, als wärst du vor mir gespawnt. Ich wette, du bist ein Magier. Anders kann ich mir das nicht erklären. Boah, ich finde das alles kacke. Ich will keins von denen fahren. Denkt irgendwie jeder, gegen den ich spiele. Ja, du bist wahrscheinlich so ein Suchti, der schon 700.000 Stunden Mario Kart in seinem Leben gespielt hat. Nein, Schmarrn, du bist halt einfach gut. Aber es war, das hat wirklich teilweise sehr verrückt ausgeschaut. Ja, plus 100 geht ja noch. Anzeige-Bugs.
Also kann es auch sein, dass ich bei wem anders auch so Magic-mäßig erscheine. Verpisst euch alle, ich hasse euch. Nein! Fuck! Nein, nicht runterfallen! Nein! Ah, Mist. So. Jetzt muss ich mich nur irgendwie nicht ganz so blöd anstellen. Also nicht so wie sonst alles, was ich bis jetzt gemacht habe. Komm, zieh mich durch. Mach ihn kaputt, ja. Ich mag's, wenn du Leute kaputt machst. Ha. Boah. Tschüss. WTF. Die Strecke überfordert mich. Blitz. Niemand mag den Blitz. Ich hasse ihn. Nein! Gott, ich bin schon wieder so verdrottet. Komm schon, schneller, schneller, schneller. Schneller. Hä? Was war das denn? Also manchmal verstehe ich nicht, was in diesem Spiel passiert. Hilfe, wo bin ich? Okay, ich bin auch selber schuld. Ich werde dann so übermütig, wenn man mir irgendwie so Beschleunigungsscheiße... Nein! Ach, wir... Ich habe kurz gedacht, wir haben wieder einen Hitler mit dabei. Aber es ist ein Hotler, der nur ein bisschen ausschaut wie Hitler. So wie Hitler ohne Bart. Ja, 7. Platz. Nice. Also, wie lang? Ich würde sagen, wir machen noch 3 Rennen. Und dann starten wir mit Yoshi. Ja, das ist mein Plan. 3 Rennen, dann Yoshi. Wahrscheinlich habe ich nach der 3 Rennen schon wieder vergessen, was ich gesagt hatte. ich will das, glaube ich. Ja, dieser Japaner, der ist echt irgendwie gut. Aber Lust ist jetzt auch etwas nervös. ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Sehr lieb von dir. So. Oh Mann. Ich glaube, in der Strecke bin ich gar nicht so gut. Ich glaube, in der bin ich ziemlich schlecht. Lust. Wer nennt sich Lust? Oder heißt das auf Schwedisch irgendwas anderes? Das ist so komisch. Das klingt so falsch. Ich bin nur gerade ein bisschen ruhiger, weil ich tatsächlich gerade mal konzentriert bin, weil ich ziemlich an einer beschissenen Position gestartet habe. Oh.
Und jetzt irgendwie versuchen, es wieder aufzuholen, damit ich nicht ganz so scheiße ende. Ich habe hier das Gefühl, ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme, vielleicht weil die Blue Shell gerade vor mir explodiert ist, dass ich gar nicht so weit weg vom ersten bin. No! Ich habe mich extra wieder vorgekämpft und dann kommt so eine scheiß Red Shell. So ein Kack, so ein Mist. Jetzt bin ich Achter, so ein Mist. Kann man aber auch so ein Pech haben? Wie kann man so ein Pech haben, dass man noch in der Luft getroffen wird? Mann, oh Mann. Der vor mir bekommt so ein Kack-Bullet-Bill. Ich hasse ihn. Den bekommen irgendwie mal alle, nur ich nicht. Doch, ich hatte ihn vorhin auch einmal. Ich will kein Kack. Bringt mir nichts. Huch, du bist aber auch nicht so weit. Okay. Du warst bis kurz vor mir ins Ziel gefahren, habe ich gerade gesehen. Krass. Okay. Ich bin noch Sechster geworden. Ich dachte, ich bin Siebter geworden. War ich ja richtig gut. Ich war die ganze Zeit Erster und dann kam der Japaner wieder. Ja, ist zum Kotzen. Manche sind einfach... Mir geht's auch manchmal so. Manchmal bin ich so gut. Und dann kommt eine Person und macht mir alles kaputt. Was ist das? Lust ist schon wieder etwas nervös. Wieso ist Lust immer nervös? Asiaten sind einfach in allem gut. Ja, ich glaub auch. Yeah, los geht's. Wuhu. Vielleicht schaffe ich es jetzt auch mal irgendwie in die Top 3 oder so zu kommen. Ich glaube an dich. Dankeschön. Ich werde mein Bestes geben. Weil im ersten Stream, wo wir Mario Kart gespielt haben, da war ich eigentlich ziemlich gut. Da bin ich eigentlich die meiste Zeit in den Top 3 gewesen. Der Einzige, der die meiste Zeit vor mir war, war Hitler. Und das klingt jetzt super doof, aber ich hatte halt jemanden da, der Hitler hieß. Das Podium gehört uns. Ja, sehe ich genauso, Andi. I'm sexual. Wieso nennt man sich so? Ich verstehe das nicht. Nein! Wie kann ich so verkacken? Was ist denn mit mir? Ich habe das Gefühl, dass wir gerade auch in einem ziemlich starken Team sind. Also wo viele sehr gute dabei sind. Aber ich kann mich da auch täuschen. Wo bist du denn schon wieder, alter Schwede?
Nein, ich war eine Sekunde Dritter und dann bin ich sofort wieder Vierter geworden. Aber die Sekunde tat gut, jetzt bin ich Fünfter, verdammt. Kacke Lust hat mich überholt. So eine Lüsterne. Nein, schnell. Nein, das gibt's doch nicht, gib Gas! Haha, schau. Nein, eine Kuh! Hilfe, ich will der Kuh doch nichts zuleide tun. Ich mag die Kuh doch. No. Aber immerhin Vierte. Ich steigere mich. Das heißt, ich war jetzt im Dritten und drin Sechste, im Zweiten und drin Vierte. Das heißt, jetzt kann es nur bergauf gehen. Nur wegen der Blue Shell wurde mir der erste Platz wiedergenommen. Oh nein. Aber das Gute ist, sie kam nicht von mir. Ich glaube nämlich, beim letzten und drin kam eine von mir. Sorry. Aber die von diesem Mod an nicht. Ich glaube, ich habe da drauf Bock. Oh, der Typ, der mit der zweimal da ist, mit den roten Haaren und der Sonnenbrille und dem grünen Bart, der schaut auch cool. Außer ich bin gerade irritiert, dass er zweimal da ist. Heißt, dass die zu zweit spielen, sorry. Ja, so weit denke ich manchmal nicht. Weißt du, ich habe halt keine Freunde, deswegen kenne ich diese Situation gar nicht. Nee, aber ich habe mir gedacht, weil ich ja meinen Mii auch schon öfter gesehen habe, wo ich mir immer noch die Frage stelle, habe ich ihn selbst erstellt oder ist es eine vorgegebene Sache? Und da habe ich auch schon mal gehabt, dass eben ich zweimal drin war und deswegen... Keine Ahnung, vielleicht, was weiß ich. Ich habe nicht wirklich nachgedacht. Es ist Freitagabend, da muss ich nicht denken. Also, letztes Rennen. Regenbogenboulevard. Ich würde sagen, ich kann es vergessen. Scheiß auf die Top 3, das wird heute nichts mehr. Wow. So viele Menschen, Hilfe! Nein, ich bin nicht runtergefallen. Vielleicht ein bisschen, aber nicht sehr. Wow. Idiot. Tschüss. Also mein Ziel ist bei so Regenbogenstrecken einfach nicht letzter werden. Alles gut. Wow, ich bin gerade kurz erschrocken. Aber jetzt geht's wieder. Die Japanerin ist von mir. Ja, crazy, dass ich die auch mal wieder sehe. Nein! Alles ist gut. Sechster geworden, nicht letzter. Alles erreicht, was ich in meinem Leben erreichen wollte. Yay! So. Ah, hast du den ersten Platz geholt? Das freut mich sehr. Gratulation. So, jetzt sei ich hier so
Tschüss. Ciao. Und wir gehen zurück. Denn jetzt wird Yoshi gespielt. Vor allem, ich habe mir das Spiel heute früh schon gekauft. Und, jetzt konnte ich es den ganzen Tag nicht spielen. Sowas hasse ich, ja. So. Dauert nur kurz, weil ich immer nur Cartridges besitze. Danke fürs Spielen. Ich danke dir und danke Regiment. Regime, oh Gott, ich spreche alles falsch aus. Danke fürs Followen. Es freut mich sehr. So. Jetzt. Ich twitter nur schnell, dass wir jetzt Yoshi spielen. Sekunde. So, getwittert ist es. Jetzt ist Yoshi-Time, genau. Gut, entspannt. Was? In diesem Modus ist das Spiel ein wenig einfacher. Klassisch, dieser Modus ist für erfahrene Spieler. Regiment, der erste Versuch wird richtig. Nice, first try. Ich nehme klassisch. Du kannst deinen Modus jederzeit ändern, Gott sei Dank. Bei Super Smash musste ich es machen. Dies ist die liebliche Insel der Yoshis. Auf dem höchsten Gipfel der Insel thront funkelnd ein mysteriöses Objekt namens Traumsonne. Diese Traumsonne, so heißt es, hat die Macht, Wünsche wahr werden zu lassen. Eines schönen Tages... Wie süß. Baby Bowser und Kamek hatten von der Traumsonne gehört und wollten sie haben. Wir sind dann mal so frei. Nein, die arme Sonne. Oh, jetzt rastet sie aus. Als die Yoshis zu sich kamen, fanden sie sich in einem Was? Oh je, die armen Yoshis sind ganz verloren. Das ging jetzt ein bisschen zu schnell für mich. Upsi. Oh nein, die Traumjuwelen sind weg. Und die Traumsonne sieht ganz unglücklich aus. Das ist schlimm. Die Juwelen müssen zurückgebracht werden. Sehe ich auch so. Wo dieser Weg wohl hinführt? Vielleicht finden wir die Juwelen, wenn wir diesem Weg folgen. Wieso ist der Text manchmal so schnell und manchmal so langsam? Die Yoshis scheinen zu beraten, wer sich auf die Suche machen soll. Ich bin für Yoshi. Einer. Ach, ich kann auch noch auswählen, wer. Nee, ich will den typischen Yoshi, oder? Was sagt ihr? Ich will eigentlich den typischen Yoshi. Ich will euch eigentlich gar nicht entscheiden lassen. Ich bin gemein. Ich nehme den typischen Yoshi. Sorry. Lila? Ja, Lila habe ich auch kurz überlegt. Lila ist meine Lieblingsfarbe. Ja, dann nehmen wir Lila. Wir nehmen Lila.
Komm, ich bin nicht so. Wenn schon jemand sagt, er will eine Fa bestimmte Farbe haben, dann machen wir das auch. Dann ist es also soweit. Die anderen Yoshis passen auf die Traumsonne auf. Ihr wird nichts passieren. Das Abenteuer der Juwelensuche kann beginnen. Das Ding hat offensichtlich schon mal bessere Tage gesehen. Ja, grün beste Farbe, ich war auch, aber lila ist meine Lieblingsfarbe und irgendwie, wenn ich schon personalisieren kann und eine Farbe nehmen kann. Und dann hat sich auch noch der Anni gemeldet und hat gesagt, lila, es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob man das noch ändern kann. Weil wenn man es ändern kann, dann kann ich ja mal so und mal so. So, das Ding hat offensichtlich schon mal bessere Tage gesehen. Ohne ihre Juwelen hat die Sonne wohl ihre ganze Kraft verloren. Nutzlos. Das stimmt. Dann schnell, finden wir die Juwelen vor den Yoshis. Betrug. Nein, es tut mir leid. Ach, ist das das, dass man schon spielen durfte? Als Ding. Kann ja sein, dass jemand den Stream guckt, der eine Grün- und Rot-Schwäche hat und dann für denjenigen unfair wäre. Ja, genau, voll das gute Argument. Gut. Okay. Ich bin gespannt. Das letzte Yoshi und das einzige Yoshi, das ich. Nein, ich habe zwei Yoshis in meinem Leben gespielt, sorry. Das erste Yoshi, das ich gespielt hatte, war. Nice. Yoshi's Universal Gravitation. Das war mega cool. Aber ich habe Angst, dass ich es ein bisschen mit der Steuerung verkacke, weil ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Also gespielt habe. Hey, ich habe irgendwas richtig gemacht. Das heißt, wenn ich mich blöd anstelle, tut es mir ein bisschen leid. Halte A gedrückt. Oh, wow, danke. Ach so. Yippie. Yoshi. Yippie. Kann ich sie eigentlich auch? Nein. Sorry. Ah, okay. Was ist mit dir? Vor allem, er hat geschlafen und ich esse ihn auf. Irgendwie fühle ich mich schlecht. Nachdem Yoshi einen Gegner mit B verschluckt hat, legt er ein Ei. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Voll gut, dass sie es mir sagen. Drücke X, damit ein Fadenkreuz erscheint und ziele mit dem Joystick und wirf das Ei mit X. Wo soll ich? Soll ich da hin oder? Ah. Cool. Ja, ich hatte die Demo schon gespielt. Oh. Nein. Ja, okay. Sorry, ich hab's verkackt. Okay, das kann mein Leben scheinbar auffüllen. Ah, das wusste ich immerhin von der Demo her schon. Ich finde das Design einfach mega süß. Und wenn er eine lila Schwäche hat, oh Gott, kann man überhaupt eine lila Schwäche haben? Wenn schon farbenblind, dann ist es auch schon ganz egal. Jetzt gibt es das. Ja, sorry. Es tut mir leid wegen der Farbe. Ich wollte alle glücklich machen. Yoshi kann dann einen Ball hinwerfen. Ziele mit dem Joystick und wirf mit X. Kann ich auch das Haus um? Nice. Hier, ich will mehr Money. So, erstmal den Namen lila gemacht. Schön, dass du hinter deiner Farbe stehst. Kann ich eigentlich auch, sorry. Nice. Jetzt will es mir keine Eier mehr geben. Eier, wir brauchen Eier. Aus Protest.
Hier ist es noch ein bisschen ungewohnt, dass man immer auf den Hintergrund achten muss. Oh. Huh. Manche gehen wegen Artikel 13 auf die Straße und ich gehe wegen der Farbe, die man sehen. Ja, man muss seine Prioritäten setzen. Falls du denkst, hier gibt es Juwelen, vergiss es. Tatsächlich wirst du diesen Ort nie verlassen. Ohne einen Zug hast du keine Chance. Viel Glück bei der Suche nach den fehlenden Teilen. Nein, 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 nein. Na, wie kann man denn einen Wurf abbrechen? Ich verkack das immer. Nice. Nein. Okay. Was bringen eigentlich die... Ja, gleich. Ich brauche neue Eier. Ich werf zu viel. Was bringen eigentlich die roten Münzen, wollte ich sagen. Gut, dass ich Yoshi selber gut interpretieren kann. Hm. Nice. Ich glaube, das ist das Geilste an Yoshi, dass du deine Gegner einfach aufessen kannst. Das gefällt mir ganz gut. Die Musik ist auch irgendwie mega chillig. Also, mir gefällt es bis jetzt sehr gut. Aber die Demo hatte ich ja schon gespielt. Also, ich kenne das alles hier schon, muss ich auch dazu sagen. Ha. Die Steuerung ist halt sau intuitiv, finde ich. Oh, ich habe schon alle Teile. Okay. Nein. Ha. Habe ich dich. Oh. Irgendwo habe ich noch eine Blume übersehen. Oh. Ich keine Eier mehr. Was? Nein, ich will erst... Irgendwo fehlt mir noch eine Sonne. Oder eine Blume, sorry, ich habe keine Ahnung. Habe ich irgendwas übersehen? Was schreibt ihr denn überhaupt die ganze Zeit? Ich komme gar nicht mehr mit. Oh, okay. Ich habe jetzt mal wieder mitgelesen. Bin wieder up to date, was ihr so quatscht. Ja gut, kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach nur für die 100% ist. Habe ich irgendwas übersehen? Ich habe außerdem Sekiro noch nicht gespielt und ich glaube fast, dass ich es nicht spielen werde. Ich bin zu beschäftigt. Mir fehlt doch noch irgendwo, nein. Fehlt mir nicht noch irgendwo eine Blume? Du.
sehe nichts mehr. Gibt es noch irgendwas, was ich abwerfen kann? Na gut, dann würde ich sagen, fahren wir zu. Wir müssen ja hier nicht 100% hinkriegen. So, nein, komm. Ich bereite mich nur schon mal vor, falls ich irgendwas abwerfen muss. Ich weiß nicht, dass es hier in der Demo gab es noch irgendwas zum Abwerfen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Da. Ah, da war die. Hä, wann habe ich denn die eine eingesammelt? Ich dachte, oh Gott. Ich bin auch nicht irgendwie mehr ganz mit dem Kopf da, scheinbar. Gut. Dann. Yay! Yoshi freut sich! Yoshi! Voll gut. Das habe ich geschafft. Das habe ich geschafft. Nee, da fehlen mir welche. Muss ich wohl noch mehr um mich werfen. Gut. Ja, ich mag eben die Switch auch so gern, weil ihr gerade so schreibt mit verschiedenen Spielen, verschiedene Konsolen. Ich mag die Switch auch so gern wegen den Spielen, weil es halt sehr entspannt ist und ich liebe entspannte Spiele. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal reingehen, können wir es rückwärts spielen. Aber ich würde gerne ein bisschen mehr Level sehen, weil ich kenne es halt schon. Wunderballautomat. Wirf eine Münze ein und drehe den Hebel, um ein Outfit zu erhalten. Welches wird es wohl werden? Und das Online-Spielen ist viel billiger als für PS4 oder Xbox. Das stimmt. Und ich weiß, dass es von Nintendo voll nicht gut gelöst ist. Aber ich finde, für den Preis sollte man sich nicht zu sehr beschweren. Wenn du ein Outfit erhältst, rufe den Outfit-Bildschirm auf, um es anzuprobieren. Okay. Ja, werf mir doch meine Münze ein. Wie süß! Was ist das? Outfits sehen nicht nur cool aus, sie schützen sogar vor Schaden. Aber Vorsicht, sie halten nur ein paar Treffern stand. Okay. Schade, dass ihr nicht gerade meinen Blick sehen könnt, denn ich schaue gerade etwas verwirrt, weil... Es schaut ein bisschen komisch aus. Ein bisschen sehr komisch. Was zum Teufel? Ich will mich nur... Ich bin immer so neugierig. Wenn ich irgendwie Menüs oder so sehe. Ich will immer genau wissen, was ist. Ach Gott, schaut das süß aus. Wieso ist das alles so schnuffig? Mai. Kann ich hier nochmal auswählen? Ja, wunderbar. Das heißt, ich würde sagen, ich spiele noch ein bisschen mit dem lila Yoshi. Und dann so... Keine Ahnung wann. Ich werde heute aber auf jeden Fall noch mit dem grünen Yoshi spielen. Auf jeden Fall. So. Und das war ist jetzt nur da diese Ding. Okay, ich wollte es nur checken. Uff, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur eine Grünseblume. Geben wir. Wir haben dich lieb. Wer auch immer du bist. Ich fand dich süß. Oh,
Vielen Dank, ich fühle mich wie frisch gepresst. Ja, wer kennt es nicht, sich wie frisch gepresst zu fühlen. Ich öffne jetzt das Gebiet. Bitte zurücktreten. Es ist so süß gemacht und es erinnert mich irgendwie... Octodox, herzlich willkommen. Es erinnert mich irgendwie voll an Kindheit. Hui, nach dieser Blume fühle ich mich gleich viel besser. Mein Name ist Benny. Benny Barrikator. Was? Gefaltet, nicht geknickt und selbst, oh Gott, ist der cool. Ich mag Benny Barrikator. Yoshi, also, was machst du denn hier? Auf der Suche nach Traumjuwelen. Da war neulich was Leuchtendes am Himmel, das irgendwo da gelandet ist. Mal schauen. Ich glaube, es ist irgendwo da ganz hinten. Hier drunter gekommen. Einfach dem Weg folgen, dann stößt man sicher da drauf. Viel Glück. Dankeschön. Wie lange hast du vor zu streamen? Tatsächlich nicht ganz so lang. Ich weiß nicht genau, wie lang, aber ich würde sagen maximal bis 11 oder 12, weil ich morgen recht früh raus muss, weil ich nach München fahren muss und meinen Opi besuchen muss. Also allzu lang nicht, aber schon, also mindestens noch eine Stunde. Mindestens. Da muss man für seine harte Arbeit auch noch bezahlen. Gut, wir spielen weiter. Ich finde das einfach so schön, weil das alles so selbstgebastelt ausschaut in dem Spiel und das erinnert so an Kindheit und dazu noch Yoshi, was eh auch Teil meiner Kindheit war. Ja, ich weiß noch, damals, als ich eben Universal Gravitation gespielt habe, das war auch mein erstes Spiel für den Game Boy Advance. Und wie lange ich da teilweise an den Bossen gesessen bin, das ist so krass. Es hat so viel Spaß gemacht. Oh. Ich glaube, ich habe schon Schlaueres gemacht, als das zu schlucken. So. Ich will auch... Oh Gott, ich bin überfordert, weil es hier so viel zum Gucken gibt. Huch. Seh dich doch da hinten versteckt, du alles Ding. Nein. Oh, die Musik ist so entspannend. Das tut gerade irgendwie voll gut. Heißt ja nicht ohne Yoshi's Crafted World. Ja, ich weiß schon, aber es ist einfach... Ich finde, das muss man schon... mal sagen, dass die Entwickler das einwandfrei gemacht haben. Es schaut einfach so, so schön aus, so liebevoll. Stampfattacke. Neige während eines Sprungs, dein Joystick, um die legendäre Stampfattacke auszuführen. Wer kennt sie nicht? So, das heißt, ich falle gleich mal runter. Uah. Nice. Nein. Schaut alles so schön aus einfach. Ich hab das Gefühl, nein. Ja, von mir aus. Das war nicht das Klügste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Nein. Ja, Leben.
Lecker. What? Ach, Mensch. Nein. Ich wollte da hoch. Ja, well, ich habe halt echt schon schlauere Sachen gemacht. Nein! Nein! Ja, jetzt stelle ich mich besonders doof an. Ich will das auch noch drunter hauen. Ha! Ich wusste, dass es irgendwas bringt, wenn ich das mache. Bringt eigentlich hier im Hintergrund irgendwie was? Ne? Oh, huch! Huch! Uah. Okay, ich muss ein bisschen vorsichtiger werden. Oh, Kdross. Nö. Sorry, dass ich teilweise so wenig sag, aber ich irgendwie... Ich bin zum Teil sehr konzentriert. Oh. Und zum Teil genieße ich es gerade einfach, weil die Musik gerade in dem Level unglaublich ruhig ist. Nein, ich wollte es essen. Ich finde das gerade richtig entspannend. Ich habe noch nie so ein relaxes Spiel gespielt, irgendwie das wirklich so chillig ist. Ja, ich hoffe nicht, dass ihr einschlaft bei meinem Stream. Aber wenn, finde ich es auch okay. Teilweise schaue ich mir auch Streams zum Schlafen an, bin ich ganz ehrlich. Finde es sau entspannend. Oh oh. Sehe ich jetzt erst, dass das Stacheln hat. Ich wäre fast ganz munter einfach reingelatscht. No. Oh. Gott, ich bin da auch so blind irgendwie, oder? Okay, ich wollte nur schauen, ob es vielleicht noch weitergeht und ich sehe es nicht. Oh. Kann ich das da hinten abschießen im Hintergrund? Nö, dann will ich nicht. Kann ich? Nein. Aber ich komme wahrscheinlich hin, wenn ich das runter mache, gell? Ja. Chillig. Und, also so wie ich das sehe, läuft ja jetzt hier gerade keine Zeit. Oder? Das finde ich voll chillig, weil ich dadurch mir einfach alles anschauen kann. Lol. So. Mist, ich wollte den eigentlich essen. Die hätte ich auch alle essen können. Was ist mit mir? Nein, komm her. Das ärgert mich. Ha. Oh, jetzt habe ich aus Versehen gleich zwei Eier geworfen und ich bin eh in einer Eiernot. Wie süß die Türen immer aufgehen. Da unten. Wie komme ich da hin? Will da hinkommen da unten.
Nein! Ach, hör doch auf. Oh Gott, nein, geh weg. Du Kackding. Ich muss hier mich konzentrieren. Gott. So, einmal hochspringen. Was ist mit mir? Ach nein, jetzt kommst du ja wieder her. Nein. Was ist mit mir? Kannst du bitte aufhören? Ach, komm her. So, jetzt werfen wir... Dann werf halt das ab. Wieso kann ich nicht? Shit. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen verkackt, aber nur ein bisschen. Ich hätte es mir leichter machen können. Upsi. Dann würde das Prinzip von sich aus ja keinen Sinn machen, wenn es Zeit gäbe. Ja, es stimmt schon. So. Hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich diese blöde Blume hatte, weil ich mich dumm angestellt habe. Nice. Money, money, money. Uhr. Ich hab mir gedacht, so geht's, wie geht's weiter? Ja, well. Ich check mal wieder nicht, was zu tun ist. Hm? No. Ich hab's verkackt. Das ärgert mich. Naja, ich kann das Level ja jederzeit wieder spielen. Alter, Spieler, geh weg. Obwohl, komm her. Diesmal will ich dich. Oh Gott, wieso kommst du zurück? Okay, eins habe ich ja nicht übersehen. Ich weiß ja, welches mir fehlt, um ehrlich zu sein. Ups. Nein. Genau. Ah, geh weg. Hat niemand gesehen, dass ich gerade in diesem Level gestorben bin, oder? Ich war einfach zu übermütig. Kann ja mal passieren. Die armen Shy Guys. Ja, irgendwie... Kann ja auch nichts dafür. Ich brauche sie halt, um Eier aus ihnen zu machen, was irgendwie auch schon wieder falsch klingt. Ach, in den Eimer. Oh Gott. Ja, gut. Ja, gut. Gut, dass wir das ja heute nicht zu 100% durchspielen. Sondern ganz entspannt spielen. So, bevor ich das starte, trinke ich erst wieder einen Schluck, beziehungsweise ich schenke mir neuen Tee ein. Bei mir auf der Arbeit gibt es nämlich mega den leckeren Tee. Das ist der irgendwas Limette-Tee. Und der ist super lecker. Und da habe ich mir eine fette Kanne heute gemacht. Genau, brasilianische Limette war es. Ich habe es gerade nochmal gesehen. Der ist echt geil. Ingwer-Tee, Wässer-Tee. Nee, brasilianische Limette ist momentan mein Favorite. Und ich liebe halt Früchtetee, deswegen. Ach ja. Aber wir haben eh immer so geilen Tee in der Arbeit. Ich liebe es.
Ich trinke zwar auch ab und zu gerne einen Kaffee, obwohl ich da am Montag, als ich meinen Antrittsvortrag gehabt habe, echt einen Fehler gemacht habe, weil ich habe in der Früh schon mit einem Kaffee angefangen, weil ich aus Nervositätsgründen etwas schlechter geschlafen habe. Das ist ja witzig. Genau, und dann habe ich mir noch einen doppelten Kaffee vom Vortrag gegönnt und dann war ich wirklich durch. Da habe ich mir gedacht, wieso habe ich mir das angetan? Nice. Oh, ich dachte, ich kann da vielleicht auch reingehen, sorry. Ich war neugierig. Aber wenn da immer ein neuer draus kommt, ich bräuchte eh noch ein Ei, glaube ich. Man kann nie genug Eier haben. Obwohl, wenn man Mann ist, sollte man vielleicht nicht mehr als zwei Eier haben. Sonst stelle ich mir das eventuell ein bisschen problematisch vor. Yippie! Ja, Leben! Hui, der schaut ja nicht nett aus. Hä, kann ich dich abschießen? Lol. Ciao. Okay. Wo geht's da lang? Okay, ich glaube, ich will da hinten hin. Da ist nur ein riesiges Geschenk, das kann nur gut sein. Noch mehr Money. Okay, hier ist nichts mehr. Den Fehler mache ich auch gern mal. Nicht, dass ich nervös bin, aber 6 Uhr aufzuwachen ist einfach nichts für mich. Ja, ich muss halt für meinen Job gar nicht mal so früh aufstehen. Es geht. Also ich stehe mal so um 8 Uhr auf. Aber ich bin ein eher Langschläfer. Deswegen ist 8 schon... Ja, shit. Ich habe keine Eier mehr. Ja, gib mir Eier. Hilfe, Hilfe. Ich brauche Eier. Ja, Eier. Frage. Ist es, also ich... Wieso bin ich so dumm? Ja, gib mir noch ein Ei. Hat die... Weil manche Eier ja eine andere Farbe hier jetzt haben. Hat das... Macht das... Hat das irgendeinen Effekt? Merkst du richtig, wie mein Gehirn voll nicht auf einer Höhe ist? Hui. Nom 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 nom. Eigentlich könnte ich Yoshi sein. Ich kenne es einfach voll die ganze Zeit. Essen, 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 essen. Alles, was mir unter die Nase kommt, essen. Nur, dass aus mir dann keine Eier rauskommen. Bam, bam, bam. Geh weg, ich hasse dich. Hilfe? Komm her. Nein. Ha. Achso, sorry. Chillig. Ja, ich habe keine... Komm, ich brauche ein paar mehr Eier. Gib mir Eier. Nice. Dankeschön. Gib mir deine Münze. Ja, ich will Eier. So, geh weg. Ich mag dich nicht. Jetzt ist das Monster wieder da. Geh weg. Uah. Gekonnt drüber gesprungen, würde ich sagen. Alter,
Geh weg. Wie kann ich denn? Achso. Wie komme ich denn da unten hin? Ich check's nicht. Egal. Wir sind ja nicht da, um das Spiel zu 100% durchzuspielen, sondern nur, um es uns anzuschauen. Beziehungsweise, weil ich Bock drauf hatte, es mit euch zu spielen. So. Wo kommen wir jetzt hin? Ist das ein Bossfight? Ich hasse Bossfights. Und was glaubst du, wo du hingehst? Ich tunk dich ins Wasser, Yoshi. Wow. Richtig bedrohlich. Ich tunk dich ins Wasser, Yoshi. Da hätte ich auch richtig Angst. Fuck. Ich hab ein bisschen Angst. Muss ich irgendwie schon was machen? Pua. Nicht sterben, glaube ich, ist so das, was ich machen sollte. Hey. Entschuldigung, ich will irgendwie, freut es mich voll, wie er sich die ganze Zeit voll abfuckt. Nein! Hey. Nicht cool, alter Mann. Nein! Fuck, ist der schnell teilweise. War's das schon? Wow, ich hatte noch nie so einen einfachen Bossfight. Ist das schön? Naja, aber ich denke, das ist so ein ganz gut durchschnittliches Ergebnis von den Punkten her. Ich weiß es nicht. Wie süß dieser Fisch da ausschaut, der da hängt. Also, hey Yoshi! Mir hat dir Octodox gefallen. Hattest du eine schöne Zeit? Ja, vor allem am Ende, als mich ein fetter Boss mit seinen komischen Dingern angegriffen hat und ich fast gestorben wäre. Da hatte ich am allermeisten Spaß. Ich hatte gehofft, man könnte mir da vielleicht etwas besorgen. Ich benötige folgendes. Plattfisch. Wie geil, der Plattfisch mit dem Teller. Nice. Ein Hinweis gern. Ein großer Fisch, der am Meeresgrund lebt. Einfach mit einem Ei bewerfen. Okay. Müsste ich da jetzt noch mal... Nee, ich mag jetzt... Nee, ich mag jetzt weiter. Ich mag weiterspielen. So, und wir müssen uns eh ein neues Outfit beschaffen, weil ich habe uns das ja kaputt gemacht. Nice. Wieso sind das so crazy Sachen? Wunderschön. Wunderschön. Wir schauen wieder so toll aus. Uff, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 5 Grinseblumen. Also der davor war noch billiger. Ich will ja nichts sagen, aber na gut. Ist auch logisch, wofür wir die Grinseblumen alles brauchen. Danke, es geht mir schon viel besser. Wie ist denn dein Name? Bitte teile es mir mit. Oh nein, wie süß. Los, los, Land. Herzlich willkommen. Ich glaube, ich hätte es auf Englisch spielen sollen. Die deutschen Namen sind teilweise so behindert.
Oh, er stellt sich gar nicht bei uns vor. Schade. Ich würde sagen, es ist Zeit. Es tut mir leid, Andi. Es tut mir so leid, aber es ist Zeit für den grünen Yoshi. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe es versprochen. So, auf geht's. Schnuffel auf der Rolle. Wait, what? Oh, der Tee ist heiß. Sorry, ich glaube, ich bin gerade mit meiner Tasse voll gegen das Mikro gekommen. Sorry. Yay! Nom, nom, nom. Oh, die Armen. Ich wollte sie essen eigentlich und ihre Eier mir gönnen. Und sie mir als Eier gönnen. Also ihr wisst, was ich meine. Ich bemerke schon, ich muss mich voll dran gewöhnen, auch in meinen Hintergrund ein bisschen zu schauen. Hey. Es tut mir leid. Kann ich dich essen? Sag mal. Nein. Pau, pau, pau. Ja, die schauen voll süß aus. Ich will die nicht immer K.O. schlagen. Well, about that. Da, 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 da. Kann ich nicht auch irgendwie... Ach, wie süß das ausschaut. Hallo. Süßer Kleiner. Da, 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 da. Oh. Ich find's komisch, dass wenn ich sie ableck... Ich sollte aufhören, so komische Gedanken zu haben. Nein, jetzt soll ich wieder mehr ein... Schon. Wieso werden die ohnmächtig, wenn ich sie ableck? Nein! Ach, die können mich auch verletzen! Ach, ich kann auch sterben. Scheiße. Sollte ich vielleicht eher weniger vergessen. Nein, ich wollte einen Walljump machen. Shit. Ja, sorry. Erneut versuchen. Ich war gerade nicht ganz bei der Sache. Es tut mir leid, Yoshi. Nein, ich glaube ehrlich gesagt, es liegt daran, dass ich nicht mehr mit dem Lilanen spiele. Bin einfach mit dem Lilanen besser zurechtgekommen. Die Steuerung ist ganz anders. Ganz anderes Spielerlebnis mit dem Lilanen. Komm her, ich destroy dich. Was machst du denn da? Okay, jetzt habe ich alle meine Eier dafür abgegeben. Juhi! Nom, 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 nom. Die sind so crazy. Nein, ich habe sie nicht erwischt. Ich wollte euch töten. Also konnte ich euch immerhin essen. Alles gut. Ah, scheiß auf die Münzen, ganz ehrlich. Nice. Hey, du da? Habe ich dich doch gesehen. Bau, bau, bau. Dich sehe ich doch auch. Ich weiß nicht, ob du mich verarschen kannst.
Nice. Nein, komm her, Ei. Ich gehe nicht ohne meine Eier. Aber man kann da so viele gute Witze machen. Also gute, schlechte Witze machen bei Yoshi. Bam. Dich wieder aus. Gott, geh weg. Oh. Ja, was soll's? Komm her, Fragezeichen. Ja, lass es Geld regnen. Nice. Verkackt. I'm so sorry. Ich bin zu langsam. Ich bin jetzt zu entspannt bei dem Spiel, glaube ich. Nee, ich würde gern. Kann ich mir noch mal ein paar Eier holen? Dankeschön. Wieso nicht? Oh Gott. Wieso nicht? Ja, vielleicht wegen Pfeilen, oder? Nice. Was passiert hier? Boah, ich bin diesmal in dem Level echt nicht so gut. Nur ein Ei. Ach. Wow! Schleck mal dein Leben, Hund. Das hier ist Schnuffel. Zuckersüß, nicht wahr? Er rennt immer in die Richtung, in die Yoshi gerade schaut. Ja, crazy. Nice. Nein, bleib da. Wir müssen da nach unten kommen. Hä? Also er kann sich da durchessen. Nein. Okay, ich hätte auch noch gecheckt, wie es funktioniert. Komm her! Wieso kann er so hoch springen? Teamwork. Okay. Shit, ich hab schon verkackt. Mist. Huch!
Gott, der ist echt süß. Shit. Gib mir Geld. Oh. Nein! Schascha. Ich habe keine Eier mehr. Verdammt. Oh. Nein, ich brauche Eier. Ich brauche auf jeden Fall Eier. Aber ich weiß nicht, woher ich welche bekomme. Wo war denn die letzte Eierstation? Ich will Eier. Das gibt's doch nicht, weil es so weit hinten. Naja. Was man nicht alles für seine Eier tut. Komm, auf geht's. Aber wir werden ja ganz chillig zum nächsten Punkt hier drücken. Teil davon auf jeden Fall. Nein. Komm. Oh. Guter Hund. Oh. Nee, das Geld brauche ich jetzt nicht. Da wäre halt die nächste Station einfach gewesen. Hä? Okay, was check ich gerade nicht? Ah. Okay. Wir gehen da mal hoch. Hund, komm. Komm zu mir. Hundi, Hund. Ah, er kann mit mir springen. Ui. So, sorry, war kurz weg. Du hast Katzen? Oh mein Gott, ich liebe Katzen. Ich bin allergisch, aber ich liebe Katzen. Katzen sind die besten Haustiere, die es gibt. Oh Gott. Liebe Katzen. Ja, drei Stück. Oh. Ich hätte auch gern Katzen, aber es gibt zwei Probleme. Zum einen bin ich allergisch und ich bräuchte dann bestimmte Allergikerkatzen sozusagen und die sind arschteuer. Und zum anderen ist meine Wohnung zu klein. Und ich will ja nicht, dass es den Tieren dann schlecht geht. Und ich bin halt auch, keine Ahnung, ich habe auch eigentlich überhaupt keine Zeit für ein Haustier. Also, ich bin zwar viel zu Hause, aber habe einfach momentan zu viel zu tun für ein Haustier. Huch! Nein, kommt wieder, Hündchen. Was willst du tun? Sie suchen. Wir sind doch nicht assi, aber hier läuft jetzt ein Timer. Das heißt, wir beeilen uns beim Suchen ein bisschen. Sammel die Schnuffelchen. Berührt euren Schnuffelchen, damit es dir folgt. Es ist alles sehr crazy. Weil alles falsch drum ist. Schnuffelchen, komm zu mir. Schnuffelchen. Ich will nur, dass es euch gut geht. Da, Schnuffelchen, komm her, was machst du denn? Lauf nicht weg von mir.
Wait, kann ich? Ah, hier ist kein Schnuffelchen, oder? Schnuffelchen? Nein. Es hat ja sonst was gesagt, nachdem ich nach ihm gerufen habe. No. Yoshi. Geh weg. Ich mag dich nicht. Schnuffelchen? Schnuffelchen. Bei Fuß. Schnuffelchen. Der übersehe ich es gerade komplett. Okay, sorry. Wirf den Schnuffelchen Eier zu, damit sie dir folgen. Wieso hört sich das alles so komisch an? Es tut mir so leid. Schnuffelchen. Huch, Entschuldigung. Wie crazy es hier ausschaut. Hey, ich sehe dich. Komm her. Okay. Ich sehe dich, aber ich kann dich noch nicht holen. Ich hole dich aber jetzt gleich. Irgendwie habe ich scheinbar das Schnuffelchen. Nein, andere Schnuffelchen. Werfe ich gerade mit den Schnuffelchen? Ach, ich kann hier drüber gehen. Oh Gott, ich stelle mich aber auch super doof an, oder? Ich finde es toll, dass ich mit den Schnuffelchen werfen kann. Das ist auch bestimmt nicht Tierdesmisshandlung. Nein, nein. Nein. Wie langsam er geht. Blöde Sau. Sorry. Jetzt bin ich so froh, dass ich das die Schnuffelchen gefunden habe und will so schnell wie möglich ans Levelende. Levelende. Beziehungsweise an Level anfangen. Bin mir nicht ganz sicher, wie man es jetzt nennen soll. Oh wow, Gott. Mist. Yum, bum, yum, bum, yum, bum. Oh, hallo. Leben. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Katzen brauchen jetzt nicht wirklich viel Spielraum, nur braucht man genug Trotzbäume, damit deine Elektronik-Sachen nicht runterleiden. Ja, das Problem ist halt, es ist eine Einzimmerwohnung und die steht schon komplett voll. Es wäre nicht mal Platz für große Trotzbäume. Ich würde vielleicht einen noch irgendwo hin unterbekommen und hier stehen meine ganzen Konsolen offen und um. Ich traue mich das nicht. Ich brauche erst eine größere Wohnung und mehr Geld, damit ich mir die entsprechenden Katzen essen kann. Schnuffelchen finden. In erfolgreich beendeten Leveln kannst du jetzt nach Schnuffelchen suchen. Yay! Das hatte ich ja tatsächlich schon mal gemacht. In der Demo. Da durften auch die Schnuffelchen suchen. Kaufen wir uns mal wieder was, oder? Ich würde sagen, überall, wo wir hinkommen, kaufen wir uns auch eine Sache. Dum, 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 dum. Eine Holzkiste. Eine Holzkiste? Das will ich sehen. Nice. Auf jeden Fall. Finde ich voll legitim, dass er so rumläuft, ganz ehrlich.
Da, 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 da. Los, los, Yoshi. Match. Yoshi! Hau mit los, los, Yoshi so richtig rein. Verwende, um nach oben oder unten zu schlagen. Halte B gedrückt. Okay. WTF, was tue ich hier? Mache ich das gut? Bin mir sehr unsicher. Nein, verfehlt. Nein, eins verfehlt. Nein. WTF, das macht ja voll Spaß. Okay, ich muss noch ein bisschen mich an die Steuerung gewöhnen. Aber ich denke, es wird. Aber jetzt kommt so viel auf einmal, das überfordert mich. Hilfe! Weg. Okay, es ist super crazy. Haha. Voll crazy, das hat voll Spaß gemacht. Yay! Yoshi! Ich war so schlecht. Oh. Oh, oh. Naja. Kann man nichts machen. Ich kann nicht überall gut sein. Aber es hat Spaß gemacht. So. Wie schaut. Nein, ich wollte nicht ins Menü. Sorry. Okay. Okay. Das heißt, noch zwei Dingsies und dann müssten wir das erste Dingsie bekommen. 10 willst du! Was ist mit dir? Danke, es geht mir schon viel besser! Kartonkuppe, herzlich willkommen. Dum, 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 dum. Minenwagenhöhle. Bevor ich das Spiel, ich hab Durst, ich muss trinken, unbedingt. Also. Ich würde auch sagen, dass wir heute im Stream noch den ersten Diamanten machen und danach ich entweder aufhöre, weil müde und morgen früh aufstehen oder wir noch ein bisschen Mario Kart spielen.
Klingt das gut? Klingt das weniger gut? Nur ich finde so das erste Ding, dann hat jeder schon einen Einblick gehabt und man weiß, wie das Spiel ist. Mir gefällt es außerdem immer noch sehr gut, weil die Musik toll ist, schaut alles toll aus, also es macht Spaß anzuschauen. Yoshi! Und es ist auch nicht schwer. Ich finde, es hat einen angemessenen Schwierigkeitsgrad. Sodass so Menschen wie ich, die keine Ahnung von irgendwas haben, auch eine Chance haben. Ich wollte die haben irgendwie, keine Ahnung. So. Es ist halt in jedem Level mega die nice Musik, das muss ich jetzt echt mal sagen. Oh, ich verstehe. Ich hätte gern eine neue Bombe. Ich habe keine Eier, ernsthaft? Kann ich das auch? Nice. Ja, so geht's natürlich auch, ne? Wer braucht schon Eier, wenn man Bomben hat? Okay. Hätte ja sein können. Ah, okay, ich muss einen mit nach oben nehmen. Ich verstehe. Komm her. Nice. Hä, bin ich gerade zu blöd? Ich bin nur ein bisschen zu blöd. Ich habe es ziemlich schnell verstanden, was ich tun muss. Wo zum Teufel sind die denn? Gib her! Das ist doch der Fall nach unten. Ich hatte kurz Angst, dass ich jetzt hart sterbe. Lol. Das gefällt mir. Ah, ein Wagen muss dahin. Ich verstehe jetzt langsam, wie es funktioniert. Nice. Aber ich kann den bestimmt auch. Tschüss. Oh Gott. Wow. Hat einfach mal Yoshi komplett umgekickt. Nice. Wow! Was ist mit dir? Wieso bist du so aggressiv? Okay. Oh. Sage ich okay, wenn ich keine Ahnung habe, was ich tun muss. Was zum Teufel? Oh.
Komm her. Yuppie. Kann ich? Nee. Wie komme ich da hin? Okay. Gott, also ich hätte nichts gegen Madrukat, liegt da bei dir. Ja. Wie komme ich da? Ach, scheißegal. So. Ja, money, money, money. Okay. Wo ist denn Yoshi? Was ist denn da hinten? Okay. Ja, ich würde sagen, wir holen uns halt den ersten Diamanten und je nachdem, wie ich dann drauf bin. Ne. Je nachdem, wie ich dann drauf bin, wird es noch eine Runde Mario Kart. Und ja, wenn nicht, dann gehe ich halt schlafen. Weil müde und so. Okay. Wie süß das hier gemacht ist. Ich glaube, das sage ich bei jedem Level. Es ist einfach niedlich. Ich will gerne wieder auf die andere Seite. Okay. Geh weg. Huch. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Dann muss ich da irgendwie lang. Sorry. Ach, ich glaube, da geht's weiter. Oh Mann, das habe ich natürlich nicht gecheckt. Ja, gut. Wird schon. Ja. Oh Gott, ich habe den nicht gesehen. Money, money, money. Huch. Ich brauch da doch safe gleich ein. Komm, gib her. Sag ich doch. Ha. Wie süß, er kann sich in dem Karton verstecken. WTF, was soll ich hier machen? Nein. Kann mir jemand helfen? Was soll ich hier tun? Ich bin verwirrt. Da geht der Pfeil... Oh. Nein! Da geht der Pfeil nach da drüben. Nice. Ich verstehe es nicht. Fuck.
Ja, Mann, was soll ich denn machen, wenn ich das Teil wieder anschieben will? Hä? Ich komme ja da nicht weiter. Gott. Was habe ich übersehen? Bin ich zu doof? Wow. Ich kann ja sonst auch nichts machen. Oh Gott, ich gleich check's. Ich bin so ein Idiot. Oh. Okay, hat ein bisschen gedauert, bis ich's gecheckt habe, aber immerhin bin ich noch drauf gekommen. Yoshi! Woo! Nice! So. Ich schenke mir nochmal Tee ein. Dann kann es weitergehen. Da. So, Tee ist eingeschenkt. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt kann es weitergehen. Yoshi! Ich wollte nur mal wissen, was passiert, wenn man einfach zurückgeht. Wie nice! Die sind ja richtig cool. Entschuldigung, ich bin gerade voll fasziniert von der Inside Out Tricks. Fahren wir mal wieder Zug. Money, money, money. Oh, wow, der ist aber auch genau auf mir gelandet. Alter. Ist das jetzt nur Zugfahren oder? Nee. Huch. Endstation. Sehnsucht. Nope. Es war so klar, es war so klar. Gut, dass ihr jetzt. Oh. Okay, okay, geh mal dahin. Okay, das war cool. Sorry, die hat mich kurz erschreckt. Okay, scheinbar, komm mal her. Müssen wir wieder Teile finden, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt, dass ich das machen muss. Huch. Uah, diese Ninjas. Mist. Gekonnt, meine ich. Gekonnt, nicht Mist. Ich wollte das so.
Warte, ich will sicherheitshalber. Bam. Brauchen wir noch ein Teil. Sehe ich das richtig? Ja, da war ich ja schon. Aber ich will kurz, weil da hinten war ja eine Röhre, wo die ganze Zeit welche rauskommen. Ich bräuchte ein paar Eier. Also ich hätte gern ein paar Eier. Boah, ich geh lieber. Oh, wait, wir müssen erst da drüben hin. Nice. Jetzt hopp, hopp auf den Zug, damit wir den auch nicht verpassen. Dankeschön. Nicht auf mich fallen, bitte. Nice. Eins haben wir scheinbar verpasst. Mal, was will man machen? Wow. Das war jetzt mehr Glück als Verstand, dass ich die eine Blume aufgesammelt habe. Dankeschön. Auch mega chilliges Level. Voll entspannt. So, währenddessen habe ich mir einen zweiten Kulotun hier erstellt. Cool, den will ich dann sehen. Ja, ich würde sagen, wir spielen dann sicher noch ein, zwei Runden Mario Kart, aber nicht lange. Ich bemerke nämlich tatsächlich, dass ich müde werde, obwohl es 10 ist, aber ich glaube, mein Kopf weiß, hey, Yoko, du musst morgen um 8 aufstehen. Obwohl es Samstag ist, wo du so gern ausschläfst. Okay. Ja, ich würde sagen, immer wieder ein Outfit kaufen. Bam.
Yay, Minimauser. Nein, ich wollte zum Outfit. Outfits. Outfits. Ja, ziehen wir gleich mal an. Das schaut super süß aus. I really, 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 really like it. So. Gut, dann gehen wir... Nein, aus. Da oben hin. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. So. Yoshi! Wieso hat er eine Waffe? So ein Scheiß. Ah. Mist, ich habe ihn nicht hoch genug geworfen. Weg. Hä, ich bin noch drauf gehopsert. Ja, gib mir Leben. Nice. Ha. Wusste ich's doch. Süß. Oh, ich brauch gleich den Magneten nochmal. Nope. Entschuldigen Sie. Okay, ich kann ihn noch essen, wenn er mir den Druck hinzukehrt. Boah, kannst du dich bitte umdrehen? Ich will dich essen. Mega assi eigentlich. Okay, hätte das sein können. Was ist das? Lol. Ich will nur kurz. Nice. Oh. Komm her. Stirb. Na, mach doch, was ihr wollt. Mist. Okay. Ich habe schon kurz gedacht, ich bin tot. Okay, das heißt, wir brauchen nochmal einen Magneten. Mist. Oder kann ich vielleicht... Kannst du ja auch mal Mario Tennis irgendwann mal holen. Macht oft richtig Spaß gegeneinander. Habe ich tatsächlich schon. Also habe ich mir schon geholt.
Aber ich hatte nur den Story-Modus kurz angespielt und dann irgendwie weggelegt und nie wieder gespielt. Keine Ahnung. Ah, okay. Dreh die auch wieder um. Ja. Alter. Nice, und schon höre ich auch wieder Eier. Jetzt komm, iss halt. Ah, ich warte trotzdem zu langsam. Ja, was soll's. Dann halt nicht. Boah. Nee, also so gut zielen war ich eh noch nie so. Aber das ging jetzt gerade noch so. Und ich glaube, ich brauche doch den Magneten von drüben. Hilfe. Oh Gott, ich bin da auch so müde. Man bemerkt, dass ich müde werde. Ich musste nur die Tür von einer Seite aufmachen. Hä? Oh Gott. Alter. Okay. Na also. Geht doch. Hilfe. Wo? Reicht mir einer? We will never know. Nein. So. Nein! Ich habe auch gekonnt voll in ihn und reinspringen. Und
Ich glaube, der hing da doch schon ganz gut. Oder auch nicht. Ja. Oh. Ach man, kommt da. Okay. Okay, ich habe verstanden. Ja, das wird mir helfen. Nein, ich muss es nochmal einsammeln. Perfekt. Eventuell. Ha. What? Okay. Ich nehme das jetzt einfach so. Nehme ich so hin. Nice. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es weitergeht. Oh, warte, der hat ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Nein. Ich brauche Utensilien, aber wo waren sie noch gleich? Ach ja, Pappkartonkuppe, los geht's. Ich benötige Folgendes. Ein scharfes Auge kann ihn während der Zugfahrt erspähen. Einfach mit einem Ei bewerfen. Ja, nein, jetzt nicht. Gott, wie viel willst du? 15, okay. Ich hatte schon kurz Angst, dass es nicht reicht. Mir geht's blendend. Ich gehe auch sofort aus dem Weg und hopp. Und ich trinke, damit ich nicht verdurste. Ah, vielen Dank. Wie hast du denn hierher gefunden? Ja, ich bin einfach dem Weg gefolgt, weißt du? Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen, verstehe. Neulich flog ein Kerl mit blauem Bademantel vorbei, hat wohl gerade geduscht. Er sah aus, als hätte er nichts Gutes im Sinn, also immer gut aufpassen. Na gut, das mit den Traumjuwelen sollte man besser nicht hinausposaunen. Oh oh. Sorry, ich glaube, das war ich. Dum dum. Dum dum. Wie süß. Ist eines dieser Juwelen wirklich hier gelandet? Ja, irgendwo in dieser Gegend. Fuck! Yoshi! Bäh! Da ist Yoshi! Bäh! Bäh! Wer sagt denn Bäh, wenn er... Naja, okay, passt schon. Lol. Da sind auch so Kasper, ey. Wow! Wie kommt der so schnell hierher? Moment mal. Hat er etwa schon ein Juwel entdeckt? Nö. Hehe, der hat doch keinen Schimmer. Ich mach ihn platt und finde die Juwelen selbst.
In der Tat, eure Verdrießlichkeit. Und aus dir mache ich Vogelfutter, du kleine Kröte. Voll das süße Team irgendwie. Was passiert? Gleich mit Bastelanleitung. Perfekt. Okay, ja, wie das passiert, dafür gibt es keine Anleitung. Rosenkondor. Okay, System verstanden. Ich brauche wieder ein Magneten. Oh Gott, der streckt mich doch nicht so. Blöde Maus, komm her. Was macht er denn jetzt für crazy stuff? Ah, jetzt ist er böse. Jetzt ist er böse. Okay, der Attacke auszuweichen ist ziemlich easy. So, jetzt kommen wieder seine Steinchen, oder? Boah, ich bin böse, deswegen werfe ich mit Steinen nach dir. Oh, okay, der ist assi. Das war ein schön entspannter Boss. So gefällt mir das. Ich hasse nämlich Bossfights, macht mich super nervös. Aber der war ja super einfach, yeah! Oho, du hältst dich wohl für sehr cool. Tja, falsch gedacht, du Stöpsel. Ich feiere das Spiel sehr für seine Ausdrucksweise. Es ist super cool. Du hältst dich wohl für sehr cool. Tja, falsch gedacht, du Stöpsel. Stöpsel. Wir haben den ersten Juwelen. Wuhu. Traumjuwel erhalten. Yay. Nice. Was ist los? Wie cool. Was ist los, Yoshi, war das? Hm? Was ist los? Du sammelst Traumjuwelen. Geiler Dude. Hör zu, Kerlchen. Ich bin Balthasar. Ich weiß alles, was es zu wissen gibt. Könnte sich lohnen, einen Blick hier drauf zu werfen. Was ist los? Die Traumjuwelen, die du suchst, sind hier, hier und hier. Und da. Ach ja, und da hingeflogen. Ich sag's ja, ich weiß alles. In welcher Reihenfolge du sie suchst, liegt bei dir. Du machst das schon, Sprössling. Was ist los?
Tschüss. Crazy alter Mann. Hallo, willkommen in Origami-Gärten. Weiter vorn muss man sich entscheiden, welchen Weg man gehen will. Okay. Also, wie schaut das alles jetzt aus? Okay. Alles klar, gut zu wissen. Aber ich hatte ja eh gesagt... Das hat er ja gespeichert, oder? Kann man hier noch irgendwie speichern? Nicht, oder? Aber ich hatte ja gesagt, wir hören danach auf. Und... deswegen... hören wir auf und spielen jetzt noch eine kleine Mario Kart. Keine große, wirklich nicht mehr lang. Weil ich müde bin und ich morgen früh raus muss. Deswegen dann noch eine kleine Runde. Ja, wenn du dabei bist, muss ich jetzt irgendwas beachten, wenn ich... wenn ich online spiele, ich habe bis jetzt immer nur alleine online gespielt. Ach, ich kann hier bestimmt noch Freunde. Spielst du schon? Oh. Letzte Mitspieler. Aha. Sehr cool. Dinge, die ich jetzt erst sehe. Cool, gut. Ich join dir einfach. Okay, cool, das macht es mir einfacher. Ich bin nur am überlegen, ob ich ein anderes Gefährt mal nehme. Ich will eigentlich... nein. Ich glaube, das fand ich ganz cool, als ich es damals gefahren bin. Ich nehme es jetzt einfach. Müssen wir wohl noch ein bisschen live zuschauen. Dann kann ich ja die Zeit mal nutzen, um ein bisschen nochmal zusammenzufassen, wie ich Yoshi fand. Mir hat es echt mega gut gefallen. Es ist super entspannend zu spielen. Man hat überhaupt keinen Druck, dass man irgendwas schnell machen muss, was mich manchmal super nervös macht. Und ich mag halt so Spiele, wo du einfach chillen kannst. Deswegen liebe ich zum Beispiel auch Octopath Traveler, weil da kannst du halt echt hart chillen. Aber musst halt voll viel nachdenken und so. Ja, und es ist halt super süß gemacht. Die Charaktere sind cool irgendwie. Auch obwohl es ja nicht viel Story bei solchen Spielen gibt. Halt so ein bisschen eine Run-Story. Aber trotzdem sind die Personen so cool. Der eine Typ einfach, der Alte jetzt am Ende. Was ist los? Finde ich super cool. Also mir macht es auch viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal im Stream spielen werde. Da werde ich vielleicht eine Abstimmung auf Twitter machen. Also folgt mir alle auf Twitter. Wenn nicht, spiele ich es nämlich einfach privat weiter. Ja, du fandest es auch knuffig. Ja, ich kann auch empfehlen, es zu holen. Bei Müller, kann ich gleich sagen, bei Müller kostet es nur 50 Euro. Und wenn du dann auch noch einen Rossmann-Gutschein hast, bekommst du nochmal 15%. Das heißt, es kostet dann nur noch knapp über 40 Euro. Und dann finde ich es echt voll okay für das, was... also, die Sache ist, ich finde eh, es wirkt so, als wäre da echt viel Zeit reingesteckt worden. Und deswegen finde ich auch 60 Euro vollkommen legitim. Aber ich denke halt immer so an mich als Student und da ist dann halt 40 Euro dann wirklich okay. Ich habe es mir gerne geholt. Vielleicht ist es auch irgendwann im Angebot im Shop. Ja. Ja, mein Problem ist halt immer, die eShop-Angebote bringen mir nur dann was, wenn es das Spiel nicht als Cartridge gibt, weil ich bin ein totaler physischer Sammler. Ich brauche das immer physisch haben, weil ich habe auch meine fette, in Anführungszeichen, meine kleine Spielesammlung. Und ja, ich konnte das nicht lauter Spiele nur im eShop zu haben. Ich weiß, dass es früher oder später die Zukunft wird.
Aber solange ich nicht muss, muss ich nicht. Nein, wie kann man so hart verkacken? Gott, ich hab's dort echt einfach nur verkackt. David, geh weg. Oder David. Weil du serft und süßisch klingst. Ich bin gerade super konzentriert irgendwie. Toll. Mist. Aber Vierter Spider-Man Nummer 1. Oh, wait. Ich will die Bestenliste sehen, die Rangliste. Voll gut. Ich muss mir echt jetzt deinen Skin nochmal genauer anschauen. Also dein Mii. Ich habe nicht darauf geachtet. Es tut mir leid. Ich war so in Gedanken bei dem Yoshi-Spiel. So. Okay, es schaut ziemlich nice aus. Also ziemlich, ziemlich nice. Dein Mii. Gefällt mir sehr gut. Hast du es auch wieder mit einem Tutorial gemacht? Wahrscheinlich schon, oder? Yep. Ich wusste. Oh. Ich wusste gar nicht, dass es für sowas auch Tutorials gibt. Damit habe ich mich noch überhaupt nicht befasst. Was gibt's denn noch so? Wenn du dich da schon ein bisschen informiert hast. Als was kann man sich alles erstellen? Alleine könnte ich das gar nicht. Ja, ich hatte überhaupt gar keinen Plan. Schaut so aus, als hätte man sich reingehackt und irgendwie so den Skin bei dem Mii gemacht. Okay. Ja, vielleicht sollte ich mir das auch mal ein bisschen anschauen. Wäre schon cool, wenn ich ein bisschen einen anderen Mii hätte, weil meiner schon sehr Standard ist. Weg. Sorry, das war ich. Nein, es tut mir eigentlich überhaupt nicht leid. Und du überholst mich ja wahrscheinlich eh wieder.
Alter, geh weg! Hey! Nein! Geh weg! Mist! Wow! Das war zu viel Power für mich! Boah, du... Alter Yoshi, verpiss dich. Oh, geh weg. Alter, wie bist du so weit vorne gelandet? Wieso bin ich jetzt Fünfter? Ich war doch die ganze Zeit Dritter oder sogar Zweiter. Das finde ich doof. Geh weg. Okay, ich bin wieder drunter. Alles gut. Alter, ist das dein Ernst? Aber top 3 mal wieder geschafft. Alles gut. Sehr gut. Dritter Platz, damit kann ich leben. Sorry, hab vergessen zu wählen, weil ich mal wieder getrunken habe. So. Bam, 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 bam. Das gibt's doch nicht. Mist. Nein, komm, fahr. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja, vielleicht ein bisschen schon. Wow. Hä, was ist denn hier hinten los? Wow. Okay.
Okay. Ich muss mich dran halten. No. Toll, ich bin Achter und bekomme scheiß Bananen. Was will ich denn mit Bananen? Die bringen mir einen Kack. Ich will keine Bananen. Er ist ein Platz vor mir und bekommt den Kackstern. Ich bekomme Bananen. Nein, ich habe mich verdrückt. Ja, was soll's. Glotreicher Platz 9. Oh Gott. Ja, also bei mir war es auch super knapp. Ich wäre auch fast Erster gewesen. Ich sag's dir. Es war so knapp und ich hatte dich schon fast überholt. Ich hab's leider nicht mehr ganz geschafft. So, das ist jetzt meine letzte Teetasse. Huch. Das ist meine letzte Teetasse. Das heißt, nach der Teetasse werde ich dann auch aufhören wahrscheinlich. Nicht, weil dann mein Tee alle ist. Ich habe auch noch was anderes zu trinken, aber einfach, weil ich müde bin. Dein Wasser neigt auch dem Ende zu. Ja, musst du dir Neues holen, weil trinken ist wichtig. Ich glaube, ich sage das jeden Stream 10.000 Mal. Ja, den Schlaf habe ich mir echt verdient. Momentan mache ich wirklich viel. Ich bin selber voll stolz auf mich. In der Schule war ich immer mega faul und jetzt mache ich momentan wirklich, wirklich viel für die Uni und für die Arbeit, für alles. Ich muss auch sagen, es treibt halt auch irgendwo an zu wissen, okay, wenn ich jetzt noch einmal richtig Gas gebe, habe ich einen Bachelor und damit auch irgendwo einen Abschluss. Und bin halt irgendwo auch sicher. Alter! Und das treibt einen schon an, wenn man weiß, okay, einmal Gas geben, dann habe ich einen Bachelor, dann weiß ich, dass ich was kann und dass ich keine Sorgen mehr machen muss über einen Beruf. Weil klar, ich werde danach wahrscheinlich noch einen Master machen. Aber so oder so, beim Master kann dann nichts mehr schief gehen, weil ich habe ja dann schon den Bachelor. Ist ja scheißegal, ob ich dann den Master auch noch bekomme. Alter, feg dich doch. Was ist denn jetzt? Ich bin immer am Anfang von meinem Sau gut und dann, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was dann passiert. Ich bin ganz gut dabei, würde ich sagen.
Nein, du Kacke. Alter, wie kann man so ein Pech haben dann auch? Verpiss dich, ich hasse dich. Ich strick mich nicht auf. Verpisst euch alle, ich bin jetzt da. Geh weg, geh weg. Ja. Nice. Oh, ich sollte vielleicht kurz mal so zwischendrin wieder auf Mario Kart wechseln. Auf Twitch, damit auch alle wissen, dass wir wieder Mario Kart spielen. Dreimal in Folge erste. Na, so läuft's euch. Ja, voll gut. Ich bin jetzt auch Dritter geworden und ich weiß, dass ich gegen dich keine Chance habe. Also war ich eigentlich ganz gut und der Zweite war auch relativ direkt vor mir. Also läuft. So. Der Sutherland hat auch einen ganz coolen Mi, finde ich. Boah, du bist einfach viel zu weit vorne. Es ist so krass. Ich habe halt einen Bumerang, aber der hilft mir halt auch nichts. Ach, jetzt kommt dieser blöde Bagger. Nein, ich verdrück mich nicht auf. Ich war voll gut und jetzt bin ich wieder Vierter. Was ein Scheiß. Pisst euch alle. Aber wieder Dritte. Das ist gut. So, auf was haben wir denn Lust? Eigentlich ist es mir wurscht. Okay,
Okay, mein Gehirn hat sich kurz ausgeschaltet, deswegen habe ich nichts gesagt. Das passiert bei mir manchmal. Schaltet es sich einfach aus und dann wieder an und dann auch manchmal mitten in Sätzen, so wie gerade. So. Weiter geht's. Dum, 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 boah, die Musik ist einfach so geil. Boah, ich hasse den Menschen. Okay. Mal schauen, wie lange ich diesmal meinen zweiten Platz halten kann. Ernsthaft? Wo bist du? Wie bist du da vorne hingekommen? Hä, wo kommt der her? Was passiert hier? Schau. Nein! Wie peinlich. Toll. Nice, zweite. Also ich würde sagen, ich fahre jetzt mein letztes Rennen. Mein Tee ist fast leer. Ich bin müde. Es ist fast 11. Letztes Rennen. Ein Glückwunsch. Ja. Außerdem letztes Rennen. Oh. Letztes Rennen nur, wenn ich. Oh. Wenn ich mindestens sechste werde. Ich will nicht schlechter als sechste mein Stream aufhören. Dann bedanke ich mich schon mal für den Stream und fürs Spielen. Sehr, sehr gerne. Mich hat sehr gefreut, dass du vorbeigeschaut hast, beziehungsweise den ganzen Stream dabei warst. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu spielen, obwohl ich viel schlechter bin als du. Aber es macht trotzdem viel Spaß. Bin auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, voll cool. Da freue ich mich. Gibt auch Sachen, in denen du schlecht bist. Welche sind das denn? Vielleicht habe ich ja ein solches Spiel. Nee. Nee, freut mich, wenn du nächstes Mal auch wieder vorbeischaust. Aber nein, meinst du Spiele, wo du schlecht drin bist? Oder.
Motivation. So. Haha, Entschuldigung. Ich mich trotzdem entschuldige, obwohl ich dich einfach super gut kaputt gemacht habe. Nein. Ja. Wieso? Ich finde den Vater vor mir sehr komisch. Er hat jetzt gerade eine Banane, aber hält sie nicht zum Schutz hinter sich. Boah. Wo kommen jetzt die ganzen Menschen her? Nein, du hast mich wieder überholt. Wieso bin ich jetzt Fünfter? Jetzt hör doch auf. Ich war echt gut, ich sag's dir. Hey, aber ich habe noch eine kleine Frage an dich. Kannst du mir die nach dem Rennen beantworten? Ist das dein Ernst? Ist man schneller, wenn man fliegt oder wenn man fährt? Weil ich mich immer frage, wenn ich das Fliegen anfange, sollte ich das so schnell wie möglich abbrechen? Oder sollte ich lieber länger fliegen? Ich kann das nicht einschätzen. Bin ich jetzt noch Sechste geworden? Ich glaube schon, ja. Ja. Genau Sechste, sodass ich den Stream um 23 Uhr beenden kann. Wie cool. Also. Ich glaube, man ist da gleich schnell, aber auf dem Boden bist du schneller wegen des Boosts. Okay. Gut zu wissen. So. Dann bedanke ich mich für alle, die dabei waren. Ich weiß nicht, wann es den nächsten Stream gibt, um ehrlich zu sein. Weil nächste Woche bin ich viel an der Uni. Und dann habe ich 2 Wochen Blockkurs. Ich muss mal schauen. Ich würde es gern irgendwann einrichten. Vielleicht so am Wochenende nach meinem Geburtstag, als Nachgeburtstagsstream. Ich weiß es noch nicht. Aber ich schaue auf jeden Fall, dass es nicht allzu spät ist, weil ich kann es halt momentan nie genau sagen, weil zu viel zu tun. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für das Glückwünschen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Habt ein schönes Wochenende, ruht euch gut aus. Chillt ein bisschen, zockt ein bisschen. Vielen Dank. Dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich auch in einem meiner Let's Plays, also momentan bei The Book of Unwritten Tales 2, würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall irgendwo wieder. Bis dann. Tschüss.